Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Man of Medan. In der letzten Folge sind ja unsere Freunde ein bisschen abgehauen. Und wir sind hier dabei, die eine Frau zu spielen, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Auf jeden Fall sind wir auf dem verfluchten Schiff angekommen, weil die Piraten hier nach dieses Mandschurei-Gold suchen. Und es wird immer verschärfter, denn jetzt inzwischen sieht man ab und an mal, so an der Seite oder so, einen Geist. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Denn wir hören ja am laufenden Band auch Geräusche, ne? Warum hat sie jetzt gerade so komisch rangezoomt? Was war das? Ach, sah nur aus wie eine Ratte. Ist sonst nichts, ist nur ein Rättchen. Er braucht wahrscheinlich auch nur ein bisschen Liebe, um was zu knabbern. Okay. Hey, ich wollte mir nur das Bild angucken. Ich sehe vor allen Dingen nicht viel, ne? Sieht irgendwie versperrt aus. C'est quoi ce bordel? Ich glaube, der haut gleich ab. Was zum Teufel? Also entweder ist der jetzt tot oder... Ich weiß es auch nicht. Das Cappy ist auf jeden Fall noch da, genauso wie die Taschenlampe. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall das Bild angucken. Weil ihr wisst ja, einmal falsch entschieden. Wo ist denn das überhaupt gewesen? Er hat uns ja irgendwo hingeschliffen. Da. Ja, wow. Das kann jetzt vieles bedeuten. Das kann jetzt verdammt vieles bedeuten. Ich habe keine Ahnung, was mir das Spiel jetzt damit sagen wollte. Na komm schon! Ah, geschafft. Hängt da was an der Wand? Nee, ich wollte schon sagen. Aber creepy ist es trotzdem. Hallo? Ist da jemand? Ja, frag nur, als ob da jemand wäre. Also, weißt du, du bist vielleicht gleich bescheuert. Leck mich doch fett. Oh, ich wusste, dass da was passieren könnte und trotzdem erschrecke ich mich durch dieses verdammt laute Geräusch. Ich kann mich meine Kopfhörer nicht die Lautstärke einstellen. Ha, ist das nicht witzig. Oh, fuck. Die Lichter flackern nur. Das sieht nicht gut aus. Ach, das ist jetzt schon aufgefallen. Manchmal weiß ich nicht, ob es am Spiel liegt, aber es sind so eine Mikroruckler vorhanden. Ich sehe nichts. Was haben wir denn da? Hier läuft noch jemand anderes. Ein Messer. Damit könnte ich jetzt natürlich auch den Typen ausschalten. Aber ich habe jetzt gerade einen Toten bestohlen. Wo muss ich denn überhaupt hin, Alter? Ich sehe gar nichts. Nix.
Hier ist überall nichts. Vielleicht hier zwischen die Autos? Nope. Ja, sorry Leute, ich sehe halt so gut wie gar nichts. Das ist mein anderes Problem. Okay, da leuchtet nur was. Oh Mann! Ja, Mann! Was war hier los? Ja, voll die Scheiße! Charles D. Paris, okay, und Rex Paris. Will ich mir das angucken? Eigentlich nicht. Achso, das sind ja... Ah, ja, ist schon gut. Geht's hier irgendwo lang? Ja. Ja, ist das trashig. Dreck. Scheiße, 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 scheiße. Verdammter Mist. Fuck. Oh, er lebt ja noch. Okay, okay, komm schon. Leichtes Zusammenmarsch. Komm schon, komm schon. Nee, ich muss ja Tasten drücken. Ja, ich wollte schon sagen. Das wäre nämlich voll Kacker gewesen. Ach du Scheiße. Ja, nur ach du Scheiße, mehr nicht. Ich meine, hier geht voll die Kacke ab. Und bei mir landet nächstes Mal Kacke in die Hose. Wenn ich da so einen scheiß Schrecken bekomme, ey. Nee, war natürlich ein Witz. Wir müssen wahrscheinlich nach unserem... Oh, fuck. Ist er zu dem Zeitpunkt hochgeklettert, als die Ene Olle angefangen hat zu schreien? Das ist nicht gut. Also hier die Ene Freundin vom Dingens. Ist auch der Meinung, ja, dass hier irgendwas mächtig am Rauchen ist. War denn da? Das gehört Julia. Sie waren okay. Hier. Okay. Sie waren hier. Das ist jetzt aber trotzdem. Okay, da kann man nicht lang. Ja, entschuldigt, wenn die Nase oder so, wenn man das hören sollte, aber durch den Herbst ist bei mir mal die Nase zu. So. Ich laufe hier lang. Hier gibt es bestimmt keine Geister. Ich glaube, ich gehe auch jetzt genau den entgegengesetzten Weg. Kann es sein? Oh, zu dem Zeitpunkt ist also der eine Typ gestorben oder verschwunden. Also vielleicht habe ich Glück und ich finde die anderen wieder. Hallo, wer ist denn da? Ah, okay, da würde ich auch einen leichten Schrecken bekommen. Heilige Scheiße. Was ist denn hier passiert? Also ich werde keinen anfassen. Boah, das sieht richtig krank aus. US General Infantry, 14. Division. Hier ist gerade was lang gelaufen, Alter. Ey. Fragst du dich vielleicht nicht, wer hier gerade lang gelaufen ist? Hallo?
Nee, ich gehe wieder zurück. Ich meine, ganz ehrlich, jeder würde fragen, was da gerade passiert ist. Ich kann irgendwie nicht mehr zurück, kann das sein? Ich meine, hat sich hier gerade irgendwie ein Gang verändert oder so? Da kann ich auch nicht lang. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber die Kacke dampft mächtig. Verflucht. Toll. Perfekt. Wunderbar. Oh, Kacke. Oh. Heiliger Bam, Bimmel, Bam. Bimmel, die Bammel, die Bu. Oh, Glück gehabt. Jetzt reicht's mir. Was war das da eben? Ich weiß es nicht, ist mir egal, Alter. Alter, was geht denn hier ab? Nee, ich hau hier ab. Okay, da war schon wieder ein scheiß Geist zu sehen. Ich glaube, dass ich es ganz kurz gesehen habe. Kanzler. Verteidige die Zukunft. Da man hier im Post war. Oh, der taucht jetzt nicht auf, Alter. Was steht denn hier? Materialanforderungsformular. Menge der Beschreibung. Ein Atemgerät, ein Filter. Vorgesehene Ausgabe ja. Eingabe von Private Gordon Young. Abgelehnt. Falls abgelehnt, Grund der Ablehnung. Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Ah, okay. Vielleicht hat der auch als einziger überlebt gehabt. Ja, das sieht heftig aus. Vielleicht sind sie hier durch. Ey, ich sehe halt gar nichts. Ich brauche was, um da hochzukommen. Ja, na super. Also ein Stuhl oder was? Ja, wow, jetzt gehe ich da wieder zurück. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Wo kriege ich jetzt einen Stuhl her? Warte mal, ich will jetzt doch nicht da lang gehen, oder? Wo die ganzen kranken Vögel da sind. Ist das nur ein Fenster? Ich sehe es nicht. Oh, okay, hier geht's weiter. Da ist eine Kiste, oder? Jo, das ist cool. Hat gut funktioniert. Warum habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht? So, für ein Geheimnis wahrscheinlich. Tom, wenn das rauskommt, geht es auf deine Kappe. Sieh zu, dass es erledigt wird. Okay. Ey, ganz ehrlich, diese ganzen Scheißgeräusche gehen mir echt auf den Sack. Mitunter hörst du die Leute rumlaufen oder so. Also irgendwie gefällt's mir nicht. Was haben wir denn hier? Da sind irgendwelche Sachen auf dem... Alex? Julia? Hallo? Da könnte man langlaufen.
wenn man wollte, aber er will nicht reinlaufen. Also gehe ich weiter, ne? Dass er... Hier läuft doch schon wieder irgendeiner, Alter. Warte, ich hätte jetzt auch geschrien. War zum Glück nicht ganz so schlimm. Kann man irgendwie rennen oder so? Skelette. Skelette. Skelette? Ja, scheint so, als... Wo ist die ganze Haut? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Könnte schon sein. Okay, ich habe einen Schraubenschlüssel. Ich meine, wenn ich ein Auto reparieren will, kann ich das natürlich nutzen. Oh, da ist ein... Was steht denn hier? An Ersten Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen ohne Erfolg. Da seht ihr ja 1.10 Uhr, 1.20 Uhr, 1.30 Uhr, 1.40 Uhr und 1.50 Uhr. Herunterlassen. Macht es jetzt irgendeinen Unterschied, wo ich mich herunterlasse? Verschwinde! Ach, zum Glück kann ich da nicht lang. Wisst ihr, das Problem ist, ich... Ah, okay. Bis jetzt läuft's alles. Hier steht, finde einen Weg nach draußen. Er ist noch entspannt, finde ich ein bisschen merkwürdig. So wäre er schon, geschrien hat oder Angstzustände hat. Ich versuche irgendwie immer im Hintergrund irgendwas zu sehen. Ah, nein, nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Ich kann mich übrigens nicht runterlassen, also von hier. Ich bin jetzt einfach mal im Kreis gelaufen oder im Quadrat, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, was ich noch mitnehmen kann. Oder ob es ein Geheimnis gibt, dann werde ich mich jetzt runterfallen lassen, weil hier gibt es anscheinend keinen anderen Weg. Alex? Julia? Oh, oh fuck. Scheiße. Oh nee, das war nicht das Mandschureigold, oder? Ich konnte übrigens nichts machen. Also zur selben Zeit passiert. Verstehe. Also wir geraten hier immer tiefer. In der Zwickmühle, Alter. Zum Teufel. Was geht hier vor sich? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, diesen Geist oder was es war, hinterher zu laufen. Ohne Patrone. Wie es aussieht. Wo geht's denn überhaupt da lang? Da kann ich natürlich nicht lang, ne? Ich muss da lang, wo der Geist oder was es war, langgelatscht ist. Lasst mich in Ruhe! Ah,
Es ist einfach so cool und so dämlich zugleich, Alter. Es ist so trashig, Mann. Was in Gottes Namen ist das? Wow. Warum ist hier eigentlich alles in Ordnung? Ey, das ist irgendwie noch weitaus schlimmer als... Dieser Ort ist seltsam. Ja. Du hast es erfasst. Was geht hier vor sich? Ich weiß es nicht. Ist da Blut? Ja. Ist doch nur Blut. Ich meine, da ist doch nichts. Ist doch nur... Tomatensoße. Aber probieren will ich trotzdem nicht. Oh, da wurde ein Ritual durchgeführt, so wie es aussieht. Okay, das ist nicht geil. Also wenn man hier schon ein Ritual durchführt, dann kann es ja nur voll beschissen werden. Nicht den Kopf verlieren. Okay, was haben wir denn da? Fangerahnung freigeschaltet. Ja, wow, das sagt mir jetzt aber sehr viel, ne? Warum kann ich hier nicht lang? Das ist doch ein bisschen doof. Also Fliss geht's bis jetzt sehr gut. Ich meine, sie hat jetzt schon ein paar Sachen miterlebt. Aber sie lebt noch. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre, hätten wir es nicht geschafft. Also, vielleicht wäre sie ja da gestorben. Was haben wir denn da? Nee, du liest es doch jetzt. Na, nee. Ey, ich krieg die Krise. Schweigend möge die Kabale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen. 5 von reinem Geist und Körper. 3 weiblich und 2 männlich. Genauso wie, nee, warte mal, 3 weiblich sind's aber nicht. Aber alle von erster Geburt, gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisst um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Junge, das vor dem Fest von Akramahamari, Ritual von Triskaia abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht des, nee, der Kabale, die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnet und an jedem der 5 Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand, voll Imbrunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras, wie sie steht, geschrieben. Wir 5, jeden Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die 5 Spitzen, Macht erfüllt. Wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet. Das Unicursus. Rufet. An 5 Spitzen wir glauben. Das Schwert voran und proklamiert mit Fester. Wir dienen, wendet. Nee, warte mal. Wir dienen. Wendet. Grad nach und zeichnet. Okuvernale, Sigile, das heilige Symbol, nur in Ehrfurcht. Wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Wow, ich habe mich häufig verlesen, tut mir leid, aber ich kann es sehr schwer sehen, weil bei mir hier überall, naja, so ein bisschen Licht reinkommt und dadurch kann ich an bestimmten Punkten nicht mehr so gut sehen. Wir haben nur 2 Frauen und 3 Männer, aber ich meine, der eine Mann ist ja sehr, naja, frauenhaft. Vielleicht geht es ja durch. Es müssen auf jeden Fall 5 sein, haben wir gehört. Und wir sind ja 5. Jetzt fragt sich bloß, wo ich hin muss. Weil ich kann hier nicht viel machen.
Ich habe mir das Bild angeguckt. Ich habe mir dieses Buch durchgelesen. Ich meine, vielleicht muss ich ja zu diesem Pentagramm oder was darstellen soll. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Ich höre jetzt gerade das Blut tropfen. Nee, aber ich kann gerade nichts machen. Also beim besten Willen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich wieder sehr geil. Da laufe ich jetzt vielleicht richtig? Nope. Ey, das ist am Klavier. Das kann ich auch anfassen. Ja, dann gehe ich jetzt zum Klavier und wenn es denn nicht weitergeht, dann ja. Ja, wow, ich kann zum Klavier laufen. Funktioniert sehr super. Warum mache ich das überhaupt? Hab doch keine Angst, Alter. Alles ist völlig normal. Ich meine, hier sind nur Geister an Bord. Du wurdest von so einer Art Zombies angegriffen. Obwohl die nicht da waren. Anscheinend. Hast eines deiner Freunde gesehen, der schon tot war. Also, alles in Ordnung. Was ist jetzt passiert? Oh nee. Okay. Jetzt den Tod getötet. Also irgendwie, ich muss sagen, es ist zwar unheimlich trashig, aber irgendwie auch unheimlich geil. Also zumindest für mich jetzt. Aber ich habe auch sehr viele billige Spiele schätzen gelernt. Oh nein! Muss es jetzt sein? Da ist der Ring. Okay, also wir haben jetzt gerade ihn zweimal gesehen. Aber er hat es überlebt zusammen mit seiner Freundin.
Okay, man muss schon sagen, es ist nicht das allergeilste Spiel. Aber das Schlechteste ist es auch nicht. Es ist im Augenblick so ein gutes. Also bis jetzt ist es ein gutes Spiel. Was? Bist du okay? Im Augenblick geht's ihr gut. Danke. Das wär's gewesen. Tut mir leid, aber das war richtig so. Er oder wir. What? Was? Sag jetzt nicht, ich muss wegrennen. Oh Gott, er ist auf den Boden aufgeschlagen, oder? Ey, ich hoffe, den überleben alle. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja, ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Oh nee, das ist die Stelle. Okay, Leute, ich würde aber sagen, dass wir jetzt hier ausmachen. Ich mache mal kurz. Irgendwas. Treibt Spielchen mit mir. Ja, das machen sie. Ich mache jetzt hier auf Pause. Entkomme und finde Alex und Julia. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das machen wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge weiter. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Ja, bei Man of Medan. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder was auch immer. Also bis denn und tschüss.